Welche Band hat dir bis jetzt am besten gefallen? Ja. Wirklich? Echt? Liegst du mir an? Ja. Herzlich willkommen bei Ich hab da was TV, liebe Zuseher. Ich freue mich, ich bin endlich wieder mal draußen beim Schools Out Konzert hier in der Feuerwerksanstalt im Kulturheim. Es spielen drei tolle Bands, es spielt Börn, die Bistinger Musikschule spielt und die Wurmbaum. Lasst euch überraschen. Ja, und was da heute so los ist, schaut es euch an und kommt mit mir einfach mit. Komm, geh mal. Liebe Leute, neben mir der Wolfgang Gottmann oder auch Goppi genannt. Hey, danke nochmal für die Einladung und ich muss sagen, Wollersdorf Steiner Prickel mit euren Wollestones, also so aktiv. Sie haben sogar uns heute geholt, dass wir spielen. Ja, verliere vielleicht ein, zwei, drei Worte über Wollestones, über Wollersdorf Steiner Prickel, über Jugend. Was tut sich bei euch? Wollestones, Jugendtreff, Gemeinschaft, Action, Open Air Konzert. Saugeile Band Act. Naja, also ich bin ja ursprünglich eine Wollersdorferin, deswegen bin ich auch da. Aber ja, wir machen einfach gern Musik und es hat uns voll taugt, dass wir heute einfach da die Einladung gekriegt haben und ja, wir hoffen, dass es Spaß macht und wir sind froh, dass das Wetter passt jetzt. Also eigentlich finde ich diesen Event da wirklich gut und wir haben jetzt schon eine kleine Regenphase überstanden, aber es kommen total viele Leute und es ist wirklich was Tolles, Schools Out Konzert. Ja? Also endlich, würde ich schon sagen, nie mehr Schule, jetzt einmal 9 Wochen keine Schule mehr. Alle freuen sich, alle sind gut drauf. Nein, nicht alle. was sagst du dazu? Wollestones, eine tolle Geschichte heute, weil ich habe nicht das Gefühl, dass da nur Junge sind, sondern auch ältere Semester, mal vorsichtig ausgedrückt. Ja. Was kannst du da als Wollestorfer sagen? Ja, erstens einmal freut es mich, dass die Veranstalter, sprich der Gabi und sein Team und die Wollestones natürlich ein herrliches Wetter haben, weil der ganze Aufwand ist ja nicht unbeträchtlich und so gesehen, wenn es dann verrenkt, war das Ganze umsonst. Also einmal ganz eine große Gratulation. Tolle Band. Die Vorband war schon gut, die Börn sind auch nicht schlecht. Und ansonsten finde ich es das super, dass man bei einem Festl prinzipiell das so konzipiert, dass Jung und Alt sich angesprochen fühlen kann. Na, erstens einmal, die Jungen haben Eltern und die wollen auch irgendwo hingehen und nicht immer nur daheim einmal dummkugeln. Und so gesagt, finde ich es schön. Man hat einen geschützten Innenhof, es ist ein wunderschönes Wetter, es gibt was zum Essen und zum Trinken. Top-Veranstaltung. Perfekt, Dankeschön. Gerne, Michael.